Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Ja, die Tomatensuppe köchelt im Ofen und ich habe mir gerade mal hier die Taucherausrüstung ausgezogen, ne? Der Steppenwolf hat mich darauf hingewiesen. Ich habe das voll vergessen, dass ich die umhab, ne? Ist ja aber nichts passiert. Also hat keinen Schaden genommen oder so, scheinbar, ne? Also alles gut. So, dann wollte ich ja eigentlich den Bogen aufwerten, ne? Ich weiß nicht, hatten wir zu wenig Strom gehabt oder wie war das gewesen? Ja, ich denke, am Strom hat es gelegen. Wie war das jetzt? Wir hatten... Das ist eine ganz frische Folge, ne? Ihr merkt das. Ich muss mich erstmal kurz orientieren. Hatten wir hier Biokraftstoff drin, ja. Gut, ich würde sagen, den lassen wir nochmal durchlaufen. Indessen nehmen wir uns mal vielleicht gleich hier eine Tomatensuppe raus für die Hündchen. Die andere kann auch köcheln und die werden wir gleich mal in den Kühlschrank tun. Da ist sie weggeräumt und genau. Dann gehen wir zu den Hühnchen, gehen uns Wasser holen, genau, und kontrollieren die Fischreusen. Und ich denke, wenn wir dann zurück sind, müsste ja der Biokraftstoff durch sein. Dann schmeißen wir den Generator an und dann werten wir höchstwahrscheinlich in dieser Folge dann erstmal den Bogen auf. Und dann können wir uns noch wieder um ein paar andere Sachen kümmern, ne? So, das Hühnchen ist auch fertig. Dann nehmen wir uns das gleich. Ein Ei, ist klar, ist ja nur ein Hühnchen gewesen. So. Gut. Wir tun die Tomatensoße hier rein, ne? Dann ist das gleich aufgefüllt. Das wird ja nicht schlecht. Und wir gehen uns Wasser holen. Dann kippen wir gleich noch eine Flasche Wasser hier rein in den Hühnerstall. Ja, Dietrich machen wir uns in der Folge erstmal nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, aber wir brauchen ja den Strom erstmal, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Raffinerie anhatte. Das werden wir gleich mal gucken. Ich hole mir aber mal fix den Loot. So, die Taucherausrüstung habe ich ausgezogen. Mit dem Probetauchgang sind wir ja erstmal durch. Hier war auch ein Hühnchen irgendwo, ne? Das rennt jetzt, glaube ich, da vorne rum. Da ist es. Das holen wir uns gleich. Den Bogen muss ich erstmal in die schnellen Metalleste legen. Genau. Wechseln wir das und dann versuchen wir uns das Hühnchen zu holen. Vielleicht können wir es einsperren, wenn es überlebt. Wo ist es denn jetzt? Da vorne. Es versteckt sich. Gleich kommt es vor. Oder auch nicht. Ja, das werde ich schlecht treffen, ne? Obwohl... Jetzt kommt es hier hochgelatscht. So. Ah, können wir leider nicht einsperren, aber wir haben ein paar Federn. So. Holen wir uns den Loot hier. Dann gehen wir nochmal fix am Hühnerhäuschen vorbei. Füllen eine Flasche Wasser da rein, holen uns nochmal eine. Und dann machen wir drinnen alles fertig, schmeißen den Generator an und dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Bisschen was looten. So, dann ist das hier aufgefüllt, dann ist das safe für die nächsten Hühnchen. Gut, gut, gut. Holen wir uns noch eine Flasche. Dann, wir können auch nochmal nach den Beeten schauen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das zum Ende der letzten Folge oder nach dem Ende der letzten Folge noch gemacht habe. Aber ich glaube schon. Wir überprüfen das dann gleich mal.
Genau. So machen wir das. Der Plan steht. Ja, ich weiß nicht, ist auch schon mitten am Tag, ne? Die Sonne steht hoch am Himmel. Wir gucken gleich mal, was hier reinkommt an Strom. Die Raffinerie ist aus. Naja, 0,42 kommt rein und 0,62 gehen raus. Wenn die Bohrer ausgeschalten wären, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber das gute Zeug da drin, das brauchen wir ja auch. Gut. Wasser haben wir reingemacht bei den Hühnchen. Da können wir jetzt hier das Wasser reinmachen und uns hier das im Biokraftshop rausnehmen. Dum, dum, dum. So, das schlachten wir gleich mal und hier auch. Dann haben wir ja gleich nochmal Fett, das können wir gleich reinlegen. So. Sehr nice. Das Ei sollten wir in den Kühlschrank legen. Dann haben wir zwei Stück. Dann könnten wir uns noch ein Steak machen. Aber das können wir auch machen, wenn wir zurückkommen, ne? Wir nehmen erstmal die Tomatensuppe hier raus, damit die uns nicht in Vergessenheit gerät. Und könnten eigentlich auch eine futtern, wa? Auf jeden Fall. So, dann sind wir kurz vor der 86. Und wir schmeißen jetzt erstmal den Generator an. So, dann kann der seins machen. Die Seile, alles sind ja schon fertig. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir die Seile erstmal wegpacken. Gut, hier passt nichts mehr. Wir könnten uns aber die Teile mal hier rausnehmen. Dann können wir draußen gleich mal was versuchen. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Gut. Hier haben wir noch die Hühnerbrust. Die können wir eigentlich verbrennen lassen. Die Heidelbeeren werde ich auch mal hier reintun. Wenn ich es nicht vergesse, gucken wir mal nach den Flaschen, die wir jetzt im Bohrer haben. Ja, Premium-Federn haben wir schon mal reichlich, ne? Ja, vielleicht können wir uns gleich noch ein paar Pfeile machen. Nicht allzu viel. Naja, was wir haben, das haben wir, ne? Wir brauchen ja eh immer wieder Pfeile, also da machen wir nichts verkehrt. So, zack, zack. Die Bretter können auch erstmal weg. Die Mahnen nehmen wir mit und wir haben vergessen, nach den Reusen zu gucken. So, die Seile kommen hier erstmal rein. Das Erz kommt hier rein. Ja, das war Eisen hier. Ach genau, wir haben Zink gemacht. Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Kalium hier reinlegen, dass wir uns noch Munitionskomponenten machen können. Oder sollten wir wirklich erstmal den Strom hochpowern lassen, damit das effektiver für die Bogenerweiterung ist? Ich glaube schon, ne? Und dann die Tage werde ich auch mal hier zwischendurch vielleicht auch mal, ja, kommen hier 23 Flaschen, das könnte erstmal reichen, ne? Ja gut, wir lassen den noch drehen bis Abend. Ich hoffe, ich denke dann dran, hier haben wir Eisen drinne. Machen. Na komm. Die zwei Federn machen wir jetzt noch weg. Und denke, dann könnte das laufen. Okay. Gut, die Flaschen haben wir alle hier rausgenommen, ne? Das Fett ist noch drin. Nee, die Flaschen haben wir noch nicht rausgenommen.
Gut, nach den Beeten gehen wir dann gleich nochmal gucken. Da können wir uns die Asche aber vorher auch noch rausnehmen am besten. Dass wir die auf jeden Fall gleich mit hochnehmen können. So. Oranges Licht oder gelbes Licht. Das ist orange, ne? So. Gut, Nägel. Halten wir uns nochmal 4 Stück. Ja, wir sollten mal gucken, wie es in den Öfen aussieht. Können wir eigentlich, ich weiß nicht, haben wir noch Briketts? Da könnten wir uns eigentlich Briketts reinlegen. Ja, wir gucken gleich nochmal. So, und deswegen mal hier rein. Kann das gleich ein bisschen Masse produzieren. Ja gut. Ja gut, der Tag ist ziemlich vorangeschritten. Eigentlich müsste es reichen. So, dann nehmen wir uns hier nochmal die Asche mit. Und dann gehen wir nochmal fix hoch nach den Beeten gucken und dann machen wir uns auf den Weg. Nochmal ein bisschen looten, ein bisschen Holz machen. Ist die reif? Jawohl. So. Mal Wasser machen wir auch rein. Ah, hier sind so auch alle reif, siehst du? Da können wir gleich was Neues einpflanzen. So, wunderbar, haben wir Asche drüber. Das sieht gut aus. Erstmal, wir machen uns ja dann näher in naher Zukunft auch noch eins, zwei neue Beete, eins nach anderen, ne? Erstmal eins. So, dann sind die Federn weg und die haben reichlich Pfeile. Und ich wollte Samen rausnehmen. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal Tomaten. So, da müssen wir aber einen. Ne, wir machen aus den Kartoffeln noch einen Samen. Damit. Und dann können die Pflänzchen wieder schön wachsen hier, ne? So, weiter geht's. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Ja, komm, 2 Flaschen lassen wir hier, beziehungsweise wir trinken eine. Ja, dann nehmen wir uns halt 3 leere mit. So viel looten werden wir jetzt nicht und an Lockpick kommen wir auch erstmal nicht ran. Ja, der Tag wird nicht mehr lange gehen. Ne? Gut, die Werte sehen gut aus. Wir machen uns auf den Weg. Wie alles zu spät ist. Ne? Und ich denke, wenn wir hinkommen, wird der nächste Stuff bereit sein. Wir könnten ja eigentlich auch mal wieder in die Richtung gehen, ne? Ob wir da viel Loot finden, ist eine andere Frage, aber vielleicht können wir ja auch einen Bären jagen. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, hier kommt irgendwas. Aber das war irgendwie das Licht. Baum noch und dann nehmen wir uns zurück zu noch was mit. Ja, den dicken können wir uns ja noch holen, aber gut.
komm, den holen wir uns noch fix. Das lohnt sich. Masse müssen wir dann natürlich auch noch produzieren. Dazu brauchen wir auch Sticks und jetzt hacke ich hier schon wieder den nächsten. Ne? Naja, gut. Nicht so schlimm. Aber hier ist noch nichts weit und breit. Ne? Wahrscheinlich, weil wir hier in letzter Zeit nicht mehr so oft waren. Aber da ist der Bär. Level 3. Komm, den holen wir uns. Und dann sollten wir uns vielleicht doch auf die andere Seite machen, weil da sind ja mehr Hühner, ne? Schon wieder. Wenn er so brüllt, dann bleibt er doch mal stehen. Faulpelz. Den Pfeil braucht er noch. Das war's. Dann schauen wir mal, was er für uns hat. Wieder so ein Glück haben. Ah, ich schätze mal 4. Nö. 5 gibt er uns und 2 Steaks. Und immer Stoff. Nice. So, wir gucken dann gleich mal, ob wir ein paar Hühnchen sehen. Beziehungsweise vielleicht noch einen Bären. Pfeile haben wir ja reichlich. Da ist einer, ne? Um Hühnchen können wir uns zurück zu noch kümmern. Ich glaube, den Ehrenbären, den werden wir noch kriegen. Die Sonne steht noch relativ hoch. Level 2, ne? Der wird doch wieder bloß 2-mal oder 3-mal verdammt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? Stehen geblieben.
tricksen den ein bisschen aus hier. Einmal in die Richtung, einmal in die. Sollte ja ganz gut funktionieren. Ja, wenn wir zu Hause sind, können wir uns auf jeden Fall wieder Briketts machen. Fasern haben wir reichlich gefunden. Ist das schon stehen geblieben? Scheinbar, ne? Keinen Bock mehr. Der hat's aufgegeben. Ja, sag ich doch, dreimal. Aber zwei Lebern auch. Wir haben ja jetzt schon ein paar Zwiebeln, da können wir uns auch easy Leber mit Zwiebeln machen. Kostet auch nicht so viel Strom. Naja, also 20 weniger als ein Steak, ne? Ist auch nicht die Welt, aber wenn du jedes bisschen Strom brauchst, dann kannst du damit schon rechnen, ne? So, wir gehen uns gleich mal die Pfoten waschen und dann würde ich sagen, gehen wir am Strand lang heim und vielleicht treffen wir unterwegs noch ein paar Hühnchen. Ach so, die Flaschen wollte ich ja noch auffüllen. So, das ist auch erledigt. Na komm, den. Au. Put, put, put. Kriegst ein schönes Zuhausehühnchen, wenn du willst. Aber nicht sterben, bitte. Nicht sterben, bitte. Ja, es lebt noch, es lebt noch. Dann machen wir uns gleich auf den Heimweg. Vielleicht treffen wir unterwegs noch eins. Da ist es. Ein möglicher Kandidat für unsere, für unseren Hühnerstall. Tot. Mausetot. Oh, hier Erdbeere. Wir sind immer noch im Juni, ne? Genau. Da bin ich in der letzten Folge die ganze Zeit mit dem Taucheranzug rumgerannt, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Ach. Der ist Level 3, vielleicht lohnt sich's. Auch dreimal fett. Haben wir schon wieder 11 Stück. So. Und jetzt sollten wir uns auf den Heimweg machen, ne? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja wieder zurückgerannt hier. Irgendwo waren hier zwei Taschen gewesen, ne? Wo waren das? Ich glaube, das war woanders, ne? Hier, guck mal hier. War ja nicht noch eh, ne? Guck mal, Baumwollsamen.
Guck mal, guck mal. Logi, Logi. Abliefern. Da haben wir wenigstens schon mal eins. Sehr gut. Das geht gleich erstmal raus in der Nacht. Machen ja Hühner eigentlich nicht, aber unsere Hühner hier machen das. Die denken sich auch, die raue Wildnis von Subsistence, ne? Was soll's? Wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn mit Briketts aus? Haben wir noch welche? Eins haben wir noch. Dann machen wir uns gleich noch eins. So. Genau. Kühlschrank schnell vorbei. Uns Leber mit Zwiebeln. Ja, komm. Ja, das kostet nämlich 100. Das kostet sogar 150. Die Kartoffelpuffer sind am günstigsten, ne? Die Kartoffelresti. Erstmal verseucht und die Heilkräuter, die können hier mit rein. Gut, wir legen gleich erst noch mal Kraftstoff rein hier und dann legen wir das Fett in den Ofen, in die Schamelze. Das nehmen wir uns raus. Und nach den Fischhäusern haben wir immer noch nicht geguckt. Naja. Jetzt im Dunkeln werden wir es ohne machen. Müssen wir in der nächsten Folge gleich dran denken. So. Das schlachten wir. Da haben wir gleich nochmal Masse und dann gucken wir jetzt auf jeden Fall nach dem Bogen, ne? Jeden Fall. So, war das 1000? War das sogar 1700 gewesen? Müssen wir jetzt mal schauen, ne? Warte mal, sollte ich vielleicht noch mal? Ja, sollte ich. Bevor es dann noch teurer wird. Ein Brett brauchte ich, ne? Gucken wir mal. 1300, okay. Dann können wir das machen. Wir brauchen die Seile, die Eisenbahn, die haben wir ja auch hier drinnen, ne? Ja, 4 Stück. Nehmen wir uns gleich mal raus. Wir brauchen die Seile, die Perlen. Was war das noch? Was war das noch? Die Eisenbahn, ach, die Waffenteile. 6 Stück, ne? Naja. Wir nehmen uns erstmal alle, den Rest legen wir dann zurück. Perlen bleiben ja auch drüber. Und die Masse brauchen wir natürlich noch. So, wir haben ja hier ein Stück Fleisch. Viel hat ja, glaube ich, nicht mehr gefehlt. Dim, dim, dim. Gleich wieder Pfeile. Ach Quatsch. Hier muss ich rein.
140 brauchen wir, ne? Seegras haben wir keins. Ja komm, wir machen uns noch fix paar Sticks. Fix paar Sticks. Weißt du, wie ich meine? Sind nämlich von der fixen Sorte. So. Sollte das ja funktionieren. Funktionieren. Deswegen kann sich der Strom noch ein kleines bisschen hocharbeiten. Und hier nehme ich die Flaschen raus. So. Und vielleicht reicht schon. Ja, nicht ganz. Jetzt haben wir 141. Das langt. So. Dann. Ach so. Dauert noch einen Moment. Warten wir so lange. Nice. Dann haben wir jetzt Level 2. Was kostet der? Gut, das können wir uns erst angucken, wenn er angeschlagen ist. Was er kostet. Der Steppenwolf oder irgendjemand hat mir das auch schon mal geschrieben von euch. Dass es nicht wesentlich teurer ist, aber ich hätte jetzt trotzdem mal gerne gesehen. Ne? Kommt ja auch darauf an, wie kaputt er ist. Ne? Umso kaputter, umso mehr Stuff brauchen wir ja. Aber ich glaube, Waffenteile brauchen wir erstmal nicht. So, das ist schon mal gut. Das brauchen wir, glaube ich, erst ab Stufe 3. Und Stufe 2 reicht uns erstmal. Da brauchen wir jetzt nur noch 2 Pfeile für einen Wolf. Da brauchen wir eigentlich im Idealfall gar nicht mehr wegrennen. Wenn wir treffen. So, dann wollte ich nochmal nach dem Wasser gucken. Ja komm, da haben wir jetzt 25 Flaschen. Dann machen wir das jetzt aus und vielleicht sollten wir den auch erstmal auslassen. Also insgesamt haben wir ja 31 Flaschen, glaube ich, oder 32. Oben haben wir ja auch noch ein bisschen Heidelbeerwasser. Das machen wir uns ja dann auch zu Heidelbeerwasser. Und beziehungsweise das, was wir mitnehmen, nicht gleich alle Flaschen. So viel haben wir, glaube ich, auch gar nicht. Gut, dann lassen wir den, glaube ich, erstmal aus hier. Und ja, was wir dann als nächstes machen, können wir uns ja noch entscheiden. Dann sparen wir nämlich ein bisschen Strom ein, ne? Wir brauchen ja jetzt jede Menge Strom. So, Leute. Und ich würde sagen, ich werde mir mal die Pfoten waschen. Beziehungsweise könnten wir auch noch mal schnell nach den Reusen gucken. Dann wasche ich mir gleich die Pfoten am Wasser. Trinke vielleicht noch einen Schluck und nehme mir dann gleich wieder schmuddeliges Wasser mit. Da wäre der nächste Bär. Wenn wir tauchen, wird die Hand eh sauber. Ich kann die Axt doch erstmal weglegen. Ja, der Bär müsste weit genug weg sein. Guck mal, hier ist ein Fischchen dran. So. Und hier auch. Zwei sogar. Gut, repariert haben wir sie ja erst, ne? Nee, müssten wir machen. Ah, genau, wir hatten nicht alles dabei gehabt. So, ich mache die Fische erstmal zu Öl. Und den Hammer haben wir ja einstecken. Genau, dann machen wir die gleich ganz. Ich glaube, wir könnten wieder nicht alles haben, ne?
Ah, ist schon okay. Alter, wieso triggert er den denn nicht? Ja, guck mal, das reicht. Alles wieder ganz. Ist hier noch Feder drin, ne? Wir könnten auch noch ein paar Würmer reinlegen, ne? So. Gut, Leute. Ich guck noch mal, ob ich was trinken kann. Eigentlich schon. Dann frühstücken wir, wenn wir vor der nächsten Folge, ne? Genau, nehmen wir uns die Gläser noch mit hier. Gut. Ja, mit den Bändern, das habe ich jetzt auch nicht probiert. Das könnten wir trotzdem noch mal fix machen. Ich wollte ja hier. Oh, das könnte ganz gut gehen, ne? Wollte ja uns hier so einen kleinen Außenbereich machen. Den wollte ich aber auch halt ein bisschen abschirmen. Damit wir hier so einen kleinen Garten haben, ne? Und da würde ich jetzt mal. Müsste eigentlich funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, können wir natürlich hier auch noch ein paar Fundamente hinmachen, ne? Bei der Ausfahrt sozusagen. Das wird ja die Ausfahrt von der Garage. Ja, das funzt gar nicht, ne? Ne, da brauche ich wahrscheinlich ein Fundament, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Ich dachte, ich kriege das auch so ran. Aber das funktioniert nicht. So wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Gut, okay. Aber nicht schlimm. Dann machen wir halt noch Fundamente. Und ich verabschiede mich jetzt. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like. Ihr wisst das. Kommentiert gerne, abonniert gerne den Kanal, damit ihr nichts Neues mehr verpasst. Und wenn du zusätzlich noch die Glocke aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.